Buster, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, vorab möchte ich schicken, Jugend ist immer aktuell und passt deshalb auch heute hier in die Aktuelle Stunde meines Erachtens hervorragend rein. Der zweite Aspekt ist, und den muss man auch anfügen, Sie sprechen den Schülerlandtag an, der Schülerlandtag sagt aber auch, wir fordern das Wahlalter ab 16. Das haben Sie komplett vergessen in Ihrer Ausführung, meine Damen und Herren. Und ich möchte vorweg schicken, dass ich mich sehr über die Initiative YES, also jung, eigenständig, stark freue und empfinde es als ein aussagekräftiges Zeichen, dass wir uns heute hier in der Aktuellen Stunde damit befassen. Und ich glaube, es ist in unserem aller Interesse, dass Jugend im Allgemeinen und hier im Augenmerk auf die Jugendpolitik weiter vorangebracht wird und sich weiterentwickelt. Gerade der demografische Wandel macht deutlich, dass wir immer weniger Jugendliche in unserer Mitte der Gesellschaft haben. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wir müssen ihre Interessen sorgfältig und verantwortungsvoll behandeln. Diese Forderung nach einer eigenständigen Jugendpolitik ist längst nichts Neues und wird noch einmal verdeutlicht durch den Beschluss des Landesjugendring vom 30. Mai diesen Jahres. Der Leitantrag, und auch das sei heute noch einmal deutlich gesagt, gute Jugendpolitik ist eigenständige Jugendpolitik, wurde von allen drei im Landtag vertretenen jugendpolitischen Sprechern unterstützt. Mit der eigenständigen Jugendpolitik befassen sich seit mehreren Jahren alle politischen Ebenen, die Landesebene, die Bundesebene und auch die europäische Ebene. Und interessant ist, im vergangenen Jahr hat die SPD-Bundestagsfraktion einen entsprechenden Antrag im Bundestag zu diesem wichtigen Thema eingereicht. Und ich kann sagen, er ist wirklich sehr gut formuliert und ist auf dem richtigen Weg. Ja, worum geht es eigentlich? Im Kern geht es darum, Jugendlichen Erfahrung und Gestaltungsräume zu geben. Zeit, um eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, ist von oberster Priorität. Des Weiteren ist es wichtig, Jugendpolitik als eigenständiges Politikfeld anzuerkennen und nicht immer nur als Querschnittsthema anzusehen. Und meine Damen und Herren, was sagen eigentlich unsere Jugendlichen bzw. die Jugendverbände in Rheinland-Pfalz dazu? Und da darf ich mit Erlaubnis des Präsidenten zitieren. Der Landesjugendring sagt wie folgt: Eigenständige Jugendpolitik muss als erkennbares Politikfeld verankert werden. Und der Deutsche Bundesjugendring fasst es in drei Punkte zusammen und sagt wie folgt. Erstens, gute Jugendpolitik ist alles, was junge Menschen betrifft oder interessiert. Zweitens, gute Jugendpolitik denkt vom Standpunkt der Jugend aus. Drittens, Jugendpolitik setzt auf selbstbestimmte und selbstorganisierte Strukturen junger Menschen. Und lassen Sie mich deutlich sagen, wir in Rheinland-Pfalz machen bereits einiges, was zu einer eigenständigen Jugendpolitik beiträgt. Und gerade in der letzten Woche haben wir im Bildungsausschuss ganz aktuell darüber Informationen bekommen. Der 10. Demokratietag jährt sich nächstes Jahr zum 10. Mal. Und es wurde auch angesprochen, dass die Jugendlichen mit großem Interesse daran dabei sind. Und er findet nächstes Jahr am Hambacher Schloss statt. Ich glaube, einen geeigneten Ort könnte es meines Erachtens nicht geben. Ein weiteres Projekt, und das ist noch nicht so bekannt, ist das Freiwillige Jahr Politik. Es findet dieses Jahr zum ersten Mal in der Staatskanzlei statt. Und ich muss wirklich sagen, es ist etwas, wo Jugendliche ihr Politikverständnis erweitern können und wo sie hautnah Politik miterleben können. Und ich darf sagen, es ist ein klasse Projekt und ich hoffe, wir hören noch viel davon. Meine Damen und Herren, schließlich möchte ich aus den zahlreichen Projekten noch eins herausgreifen, was mir für wichtig erscheint, und das sind die Jugendscouts in Rheinland-Pfalz. Und ich darf heute an dieser Stelle einfach mal sagen, Sie machen einen verdammt guten Job in Rheinland-Pfalz. Sie greifen die Jugendlichen auf, denen es nicht so gut geht, die Probleme haben in ihrem Alltag, und Ziel ist es, sie in den Ausbildungs- bzw. in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und ich glaube, hier darf man heute wirklich mal ein großes Dankeschön sagen. Diese 20 Jugendscouts, die wir haben, machen einen verdammt guten Job, meine Damen und Herren. Und zusammenfassend möchte ich sagen, es ist Zeit, neue Wege im Bereich der Jugendpolitik einzuschlagen. Deshalb begrüßen wir die Initiative YES ausdrücklich. Der Arbeitsgruppe wurde schon angesprochen, Jugendpolitik wünsche ich gute Ergebnisse, und ich kündige auch heute bereits an, Frau Demuth, dass wir im Ausschuss selbstverständlich darüber sprechen werden, und wir werden des Öfteren auch Zwischenberichte anfordern. Und ich denke mal und schließe damit, ich habe es schon öfters gesagt, unserer Jugend gehört die Zukunft, und Jugend ist die Zukunft. Herzlichen Dank.
Ja, meine ich erteile das Wort dem Kollegen Oster. Ich war schneller. Meine Damen und Herren, noch mal zurück. Ich denke nämlich, dieses Thema ist ernst und ist uns allen wichtig. Das haben wir heute hier auch, denke ich mal, gehört. Der Aktuellen Stunde jetzt so einen Namen zu geben, Frau Demuth, finde ich persönlich jetzt nicht zutreffend. Und möchte einfach noch mal deutlich sagen, weil eben auch so ein bisschen noch die finanzielle Seite angesprochen wurde, ist auch noch mal ausdrücklich hier zu sagen, und in Zeiten von der Schuldenbremse brauche ich keinem zu sagen, was es bedeutet. Im letzten Doppelhaushalt haben wir die Ansätze im Jugendbereich erhöht, deutlich erhöht. Und ich glaube, auch das ist ein Zeichen in die richtige Richtung. Und ich spreche hier von der konkreten Jugendarbeit, meine Damen und Herren. Und ich glaube, das muss auch heute noch mal deutlich gesagt werden. Und ein letzter Satz sei mir gestattet. Ich fand das ganz interessant. Die Frau Demuth hat vom Schülerlandtag gesprochen und hat davon gesprochen, dass die Jugendlichen auch immer den Vorschuss mit dem Führerschein ab 16 fordern. Ja, das wird öfters gefordert, auch öfters in Jugenddebatten. Und in Rheinland-Pfalz gibt es so einen jugendpolitischen Dienst, der ja alle drei Monate eine Ausgabe rausbringt und schreibt so, was in der politischen Landschaft passiert. Und im Sommer war da ein Vorstoß von der Kollegin Klöckner zu lesen, dass sie sich massiv einsetzen wird für den Führerschein ab 16. Bis heute, Stand November, haben wir davon jetzt noch nichts gehört. Ich warte gespannt darauf, denn es ist intensiv ein wichtiges Thema, aber von dem Vorstoß bis heute noch nichts gehört.